Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 36. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses zum Antrag der Fraktion der AfD, Beendigung der Kooperation mit DITIB 2372 zu 2059. Wir verzichten auf die Berichterstattungen. Ist das richtig? Das machen wir. Wir haben vereinbart eine Redezeit von 5 Minuten. Wer ist denn der erste Redner? Lasst mich mal kurz gucken. 36. Das ist der Abg. Scholz für die AfD. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Antrag der AfD zur Beendigung der Kooperation mit DITIB abzulehnen. Und das, obwohl begründete Zweifel an der verfassungsrechtlichen Eignung von DITIB Hessen als Partner für einen bekenntnisorientierten Islamunterricht bestehen. Trotzdem hält die Landesregierung an dem Glauben fest, dass DITIB Hessen in ihrer Stellungnahme, welche bereits am 29.04.2019 im Kultusministerium eingegangen ist, glaubhaft erklärt, dass sie nicht unter dem Einfluss der Religionsbehörde Diyanet, also des türkischen Diktators Erdogan, steht. Eine finale Entscheidung sollte Ende des Jahres erfolgen. Sie wurde jetzt abermals auf Anfang 2020 verschoben. Wie kompliziert ist eigentlich diese Prüfung? Jetzt müsste doch eigentlich einmal der Groschen gefallen sein. Dieser Nachweis wird Ihnen nicht gelingen, und das ist Ihnen auch bewusst. Wir erleben hier eine nicht länger hinnehmbare Hinhaltetaktik der Landesregierung, welche sich von DITIB Hessen an der Nase herumführen lässt. Langsam stellt sich die Frage, können oder wollen Sie das enorme Risikopotenzial, welche die Kooperation mit DITIB in sich birgt, nicht erkennen? Sie paktieren mit einem gefährlichen Vertreter eines sunnitisch-fundamentalistischen Islam, welcher mit der Muslimbruderschaft engstens verbunden ist. Trennen Sie sich von DITIB. Sie paktieren, um mit Goethes Faust zu sprechen, mit dem Teufel. Erdogans Mission ist und bleibt die Islamisierung Deutschlands und Europas, und das auch durch gezielte Beeinflussung und Indoktrination der Menschen von Kindesbeinen an. Ihnen liegen seit 2017 3 Gutachten vor, eines von Prof. Josef Isensee. In seinem Gutachten erörtert Prof. Isensee, in Deutschland muss eine Religionsgemeinschaft, die Religionsunterricht an staatlichen Schulen erteilt, grundrechtsfähig sein. Zitat: Eben diese Voraussetzung ist für DITIB prekär, denn der Verband sei, so Prof. Isensee, Zitat, organisatorisch, personell und finanziell von der Türkei abhängig und voll einbezogen in die Hierarchie, die in der Staatsspitze gipfelt. Zitat Ende. Was müssen Sie nach diesem Gutachten bitte noch prüfen? Weiter äußerte sich Prof. Isensee, der Verband habe sich als Repräsentant des gesamten Islam im Land aufgeschwungen. Und die Landesregierung habe die Entwicklung zum, Zitat, pan-islamischen Unterricht widerspruchslos hingenommen oder gar gefördert. Zitat Ende. DITIB beansprucht also, für alle muslimischen Schüler verantwortlich zu sein, und ist nicht nur für türkische. Der Hintergrund ist klar, die Missionierung aller muslimischen Kinder für den fundamentalistischen sunnitischen Islam. Daher gibt es auch nur ein sunnitisches Curriculum. Ungeachtet dessen hält die Landesregierung am bekenntnisorientierten Islamunterricht sunnitischer Prägung unter DITIB bis zur 6. Klasse fest. Die Prägung ist bis zur 7. Klasse lange abgeschlossen. Ab der 7. Klasse werden nun seit Beginn des Schuljahres 144 Schüler in einem Pilotprojekt nicht bekenntnisorientiert unterrichtet. Hier soll es dann nur um die Vermittlung von Wissen über den Islam gehen und nicht mehr über eine reine Glaubensvermittlung. Klingt erst einmal sehr vernünftig, soll jedoch mit den gleichen Lehrern geschehen, die auch bekenntnisorientiert lehren. Gerade die Jüngsten setzen wir in ihrer Prägungsphase der Gefahr aus, islamistisch und im Sinne Erdogans indoktriniert zu werden. Klar ist auch, und das wissen Sie, wenn DITIB als Religionsgemeinschaft wegbricht,
So ist Ihr Projekt vom bekenntnisorientierten Islamunterricht in Hessen gescheitert. Das wissen Sie, und deshalb halten Sie so krampfhaft daran fest. Die Landesregierung erklärt, der Islamunterricht stehe unter strenger Kontrolle der Schulaufsicht und der Schulleitungen. Wie sollen bitte die Schulleitungen, die ohnehin schon völlig am Limit sind, auch noch den Islamunterricht kontrollieren? Wie sollen die Schulaufsichten davon erfahren, wenn hinter verschlossenen Türen die Schüler indoktriniert werden? Eine Kontrolle findet nicht statt und kann auch nicht stattfinden. Aus diesen Gründen sind wir der festen Überzeugung, der Islam muss eine Aufklärung durchlaufen. Solange er das nicht tut, ist er nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die gewaltverherrlichenden Suren des Korans und angewandte Praktiken müssen aus ihrer damaligen Zeit betrachtet werden und dürfen heute nicht mehr gültig sein. Solange die Muslime sich nicht von ihrem eigenen Rechtssystem, der Scharia, distanzieren, welche sich über das Grundgesetz stellt, kann und darf man einem bekenntnisorientierten Islamunterricht in Deutschland nicht zustimmen. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Zum Schluss, ein Islamkunde, z. B. im Rahmen des Ethikunterrichts, die neutrale und ehrliche Betrachtung befürworten wir. Eine Missionierung für den Koran, der mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinbar ist, welche durch DITIB und auch durch Ahmadiyya zweifelsohne geschieht, erteilt die AfD eine klare Absage. Wir lehnen die Empfehlung des KPA ab. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Abg. Schleenbecker für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte eigentlich nicht vor, auf die Fraktion meines Vorredners einzugehen. Aber ich möchte entschieden zurückweisen, dass die Lehrenden in unserem Bundesland Islamisten sind, wie Sie hier gerade postuliert haben. Das weise ich entschieden zurück. Das sind Beamte und Beamte, die ihre Ausbildung in Hessen erhalten haben. So. Wir haben in Hessen eine sehr gute Tradition des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts, der seit Jahrzehnten mit den beiden großen christlichen Kirchen angeboten wird. Und eigentlich ist die ganze Diskussion um DITIB und die Rechte, die auch muslimische Schüler und Schülerinnen haben, im Kulturpolitischen Ausschuss intensiv und öffentlich diskutiert worden. Für uns steht außer Frage, dass das Angebot eines bekenntnisorientierten Religionsunterrichts erhalten bleibt. Denn der Religionsunterricht gründet sich auf Artikel 7 des Grundgesetzes und auf den Artikel 57 der Hessischen Verfassung. Und diese legen fest, dass der Religionsunterricht, der bekenntnisorientierte, ein ordentliches Lehrfach ist, dessen Ausgestaltung an die Religionsgemeinschaften gebunden ist und unter staatlicher Aufsicht erfolgt. Und wir Grünen und Hessen, wir setzen uns seit jeher für die Gleichbehandlung der Religionen ein. Alle sollen ihren Glauben in unserem Land innerhalb der Regeln unserer Verfassung leben können. Und dabei müssen für alle Religionen die gleichen Regeln gelten, auch in Bezug auf den Religionsunterricht. Der islamische Religionsunterricht in Hessen ist nach Rückmeldung der Schulen ein Erfolg. Und für mich bedeutet das, dass das Recht auf religiösen Unterricht grundsätzlich allen Kindern ermöglicht werden und von den muslimischen Kindern von der Ausnahme zur Regel werden sollte. Dabei sind die Lehrpläne, die Curricula, vom Kultusministerium erarbeitet. Die Lehrenden, wie ich gerade schon ausgeführt habe, sind Beamte und Beamtinnen unseres Landes. Und der Unterricht findet unter staatlicher Aufsicht an unseren Schulen statt. Wir Grüne haben uns sehr lange für ein solches Unterrichtsangebot eingesetzt. Denn wir wollen die Vermittlung des Islams in den schulischen Alltag holen. Und ja, gleichwohl ist die Frage auch berechtigt, ob DITIB Kooperationspartner für das Land Hessen sein kann. Für uns muss sichergestellt sein, dass kein fremder Staat hessischen Unterricht in irgendeiner Weise mitbestimmen kann. Und da ist sich dieses Haus hier einig. Und deswegen müssen alle Kriterien, die alle Religionsgemeinschaften erfüllen müssen, auch von DITIB erfüllt werden. Und genau deswegen
ist es richtig, dass die Landesregierung dem Verband Auflagen gemacht hat. Und hinsichtlich der rechtlichen Prüfung durch das Kultusministerium möchte ich daran erinnern, dass diese Prüfung ergebnisoffen und gründlich durchgeführt wird. Denn nur so kommen wir zu einer rechtssicheren Entscheidung. Es ist klar, es geht nicht um das Ob, wie Sie vielleicht gerne hätten, sondern nur um das Wie eines solchen Unterrichts. Und der bereits im Sommer eingeführte Islamunterricht ist zwar kein bekenntnisorientierter Religionsunterricht, er bietet den Schülern und Schülerinnen aber ersatzweise einen umfassenden Einblick in ihre Religion. Und es wird auf jeden Fall für Schüler und Schülerinnen muslimischen Glaubens ein adäquates Unterrichtsangebot geben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schleenbecker. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Becher. So, da bin ich wieder. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dieser Antrag ist ein Lehrstück zum politischen Gebaren der AfD und deshalb ausgesprochen hilfreich und aufschlussreich. Und ich denke, es ist an der Zeit, sich von der pseudosachlichen Einlassung nicht länger täuschen zu lassen, sondern die wirklichen Absichten mal offenzulegen und auch hier öffentlich zu machen. Die Landesregierung prüft bekanntermaßen aktuell genau die Frage, die die AfD mit ihrem dringlichen Antrag bereits beantworten will, nämlich die Frage, ob die Kooperation mit DITIB fortgesetzt werden kann oder nicht. Wenn mir nun hier ein Antrag auf sofortigen Ausstieg vorgelegt wird, muss ich eine besondere Dringlichkeit annehmen. Und das ist ja die beabsichtigte Intention. Denn damit wird das Grundmuster der AfD bedient, dass nämlich bei allem, was den Islam betrifft, Gefahr in Verzug ist. Das nenne ich Propaganda, und die ist nicht hilfreich, um sorgfältig und sachorientiert zu politischen Entscheidungen zu kommen. Es konterkariert das Bemühen, die ernsthaft aufgeworfenen Fragen zum Kooperationspartner DITIB mit Sachverstand zu beantworten. Stellen Sie sich doch einfach einmal vor, der Hessische Landtag votiert für die sofortige Beendigung, und 8 Wochen später räumt die Prüfung des Ministeriums die im Raume stehenden Bedenken aus. Eine verantwortliche Politik, die für Bürgerinnen und Bürger irgendwie noch nachvollziehbar ist, bei einer Entscheidungsfindung, die sieht anders aus. Das ist einfach ein groteskes Schauspiel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Lehrstück dieses Antrags. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Nein. Zum Lehrstück, das dieser Antrag gibt, gehört weiterhin, dass er von größter Unkenntnis in der Sache geprägt ist. Dazu habe ich mich bereits in der Debatte ausgelassen. Ich will es hier nur noch einmal auf die groteskeste Verdrehung konzentrieren, die Sie vortragen. DITIB vorzuhalten, dass sie sich als Kooperationspartner nur am eigenen Bekenntnis orientiert, ist vor dem Hintergrund, dass wir von einem bekenntnisorientierten Religionsunterricht sprechen, einfach lächerlich und absurd. Meine Damen und Herren, der Antrag suggeriert von der AfD, sie möchte sich zum Anwalt von Muslimen machen, die sich von DITIB nicht angemessen vertreten sehen. Das klingt im Antrag durch. Man konnte eigentlich ahnen und wissen, dass mit dieser Begründung über die eigentlichen Beweggründe hinweggetäuscht wird. In der Februardebatte habe ich das noch ein Missverständnis der AfD genannt. Spätestens seit der Ausschussberatung muss ich einfach sagen, entweder die Begründung entspricht nicht der Motivation, die Sie wirklich haben, oder die Vertreter im Ausschuss sind völlig anderer Meinung als die Antragsteller. Das ist offen geblieben. Ich will Ihnen das erläutern. Solange der Islam nicht reformierbar ist und er sich von 200 Todessuren nicht distanziert, darf es ihn als bekenntnisorientierten Islamunterricht nicht geben, so die Einlassung der AfD. Das ist meine klare Ansage. Aber es ist nicht deckungsgleich mit Ihrem Antrag. In Ihrem Antrag ist nicht davon die Rede, dass der Islamunterricht verschwinden soll, sondern dass die Kooperation mit DITIB. Jetzt sind die Todessuren, die ja für jeden islamischen Verband gelten, plötzlich der Grund, dass es ihn überhaupt nicht geben darf. Das sagen Sie im Antrag nicht. Dass meine Sorge, was sich eigentlich hinter Ihrem Antrag verbirgt, nicht unbegründet sind, wurde spätestens deutlich, als der Kollege Scholz ausführte,
wir fordern den Ethikunterricht, der rein informativ ist, und sagte, Religionsunterricht gehört in christliche Schulen. Der Ethikunterricht ist die saubere Lösung für alle Religionen. Das kann man als Position vertreten. Aber dann sollte man das bitte auch deutlich und vernehmbar aussprechen. Dann sagen Sie, wir, die AfD, stufen sunnitischen Islam als grundgesetzfeindlich ein, so in der Debatte von Ihnen ausgeführt. Wir, die AfD, sind darüber hinaus für eine Grundgesetzänderung, mit der der bekenntnisorientierte Religionsunterricht in Deutschland abgeschafft wird. Sagen Sie es, wenn Sie das eigentlich meinen. So viel, ja, das haben Sie gesagt im Ausschuss. Ich kann es Ihnen im Protokoll zeigen. Ich komme zu dem Schluss, dass der Antrag der AfD durch den Zeitpunkt der Einbringung die noch offene Prüfung der Landesregierung zum gleichen Thema ad absurdum führt. Ich komme zum Schluss, dass der Antrag sachlich in sich nicht stimmig ist. Und ich komme zu der Einschätzung, dass dieser Antrag eine Vernebelungsaktion für andere Ziele und Interessen ist, die in der mündlichen Erläuterung deutlich geworden sind. Unsere Ablehnung wird Sie daher nicht verwundern. Zum Schluss ein ganz kurzes Wort an die Landesregierung. Ich gehe davon aus, dass die Prüfung der Kooperation mit größter Sorgfalt geschieht, und ich hoffe, dass Gesichtspunkte aus der Debatte mit der AfD es noch einmal verdeutlicht haben, wie sensibel es sein kann, in der Frage zu DTIP-Brücken abzubrechen. Man muss es abwarten, was nötig ist, die wir in Zukunft vielleicht dringend nötig haben werden, um im Gespräch miteinander für die nicht geringe Aufgabe zur Gestaltung von kultureller und religiösen Miteinander in unserem Land unterwegs zu sein. Ich würde jedenfalls im Zweifelsfall der Hermeneutik des Verdachts gerne eine Hermeneutik der Lernfähigkeit entgegenstellen. Das habe ich auch in den Gesprächen an vielen Stellen gespürt und das auch gerne konstruktiv in weiteren Gesprächen mit unterstützen, wo es gewünscht wird und wo es nötig ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Elisabeth Kula. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema islamischer Religionsunterricht und die bisherige Kooperation mit DITIB haben wir in diesem Jahr schon einige Male aufgerufen und diskutiert. Wir warten jetzt auf die Entscheidung des Kultusministeriums. Und ich bin auch gespannt, wie die ausfallen soll. Aber angeblich ist es ja, bis Ende des Jahres soll ja die Entscheidung gefällt sein. Nun ist es eben so, dass der bekenntnisorientierte Religionsunterricht verfassungsrechtlich verankert ist. Wenn jetzt in den Bundesländern Islamverbände als offizielle Religionsgemeinschaften anerkannt sind, und das ist in Hessen mit DITIB und der Ahmadiyya eben der Fall, sollen sie in verfassungsrechtlich adäquater Weise Ansprechpartner des Staates bei der Gestaltung des Religionsunterrichts sein. Es geht also auch um die Frage, wer in Hessen bekenntnisorientierten Religionsunterricht bekommt und wer nicht. Und der AfD geht es natürlich allein darum, den islamischen Religionsunterricht anzugreifen, wie es auch eben in ihrem Wahlprogramm zu lesen ist. Das hat ja auch der Herr Becher gerade ausgeführt. Das ist sehr durchschaubar. Und ob sich die AfD wirklich darum kümmert, inwiefern unsere Schülerinnen und Schüler autoritären Ideen ausgesetzt sind, das ist sehr fraglich. Schließlich sind die Ideen von einem Herrn Erdogan gar nicht so weit weg von ihrer eigenen Gedankenwelt. Auch wenn es Ihnen nicht passt, auch wenn es Ihnen nicht passt. Fakt ist aber, ja, der hat gesagt. Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Kula, einen kleinen Moment. Also, das Wort hat Frau Kula und sonst niemand. Fakt ist aber, dass ein direkter Zugriff von DITIB auf die Schülerinnen und Schüler vor allem im herkunftssprachlichen Unterricht möglich ist, da dort eben oft direkt Unterricht von türkischen Imamen erteilt wird, die von der Diyanet entsendet werden. Aber das eignet sich natürlich nicht so gut als Projektionsfläche für die AfD wie ein islamischer Religionsunterricht. Die Antwort auf die Entwicklung seitens der Landesregierung ist ein religionskundlicher und selbstorganisierter Islamunterricht. Das bedeutet aber, dass katholische oder evangelische Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde weiterhin bekenntnisorientierten Religionsunterricht bekommen, während das dann für andere muslimische Kinder nicht mehr möglich ist. Ob das gerecht ist, das müssten wir dann noch einmal diskutieren.
Der Kern des Problems liegt wohl in der Form des verfassungsrechtlich verbrieften, bekenntnisorientierten Religionsunterrichts, der in unserer pluralen Gesellschaft etwas aus der Zeit gefallen scheint. Fest steht, dass der lange vernachlässigte Ethikunterricht endlich angegangen werden muss, Herr Kultusminister. Auch nicht-religiöse Schülerinnen und Schüler müssen flächendeckend ein Unterrichtsangebot bekommen, was übrigens seit bereits 2017 hätte umgesetzt werden sollen. Also, der Kultusminister muss Klarheit schaffen, wie es weitergeht mit der Kooperation mit DITIB und wie dann das Alternativangebot aussehen soll, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Frage, wie muslimischen und christlichen Schülerinnen und Schülern das gleiche Recht auf einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht gewährleistet werden soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kuhler. – Nächster Redner ist der Abg. Promny für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Antrag der AfD stammt aus dem Januar 2019 dieses Jahres und ist bzw. war wie so oft ein Schnellschuss. Die Freien Demokraten werden der Beschlussempfehlung zustimmen und somit den AfD-Antrag ablehnen. Ich werde hier nicht noch einmal die gesamte Breite der Diskussion wiederholen, die wir bereits im Plenum und auch im KPA geführt haben. Aber eines ist doch glasklar. So einfach, wie es sich die AfD-Fraktion in dieser Sache macht, sind Sachfragen eben nicht zu lösen und zu beantworten, meine Damen und Herren. Wir Freien Demokraten stehen für eine verfassungskonforme Lösung. Für uns gehört das Grundrecht auf Religionsfreiheit zum Grundtatbestand der liberalen Menschenrechte. Und dazu zählt natürlich auch die Möglichkeit eines bekenntnisorientierten Religionsunterrichts, so wie es Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes, so wie es Artikel 57 Absatz 1 der Hessischen Verfassung vorsieht. Die ursprüngliche Konzeption und die Parameter, die ihr zugrunde lagen, also deutsche Lehrkräfte, deutsche Sprache, staatliche Ausbildung, staatliche Aufsicht sowie genehmigtes Curriculum, sollten dies sicherstellen. Ob und wie weit diese Parameter nunmehr eingehalten werden, sollte in dem seit 2007 laufenden Prüfungsverfahren ermittelt werden. Wichtig ist hierbei für uns Freie Demokraten, dass die Prüfung durch das Kultusministerium zum Abschluss kommt, aber eben auch mit der gebotenen Sorgfalt. Wir brauchen Klarheit, um den Verfassungsauftrag des Grundgesetzes und unserer Hessischen Verfassung zu erfüllen. Es ist fraglich, ob das begonnene Modellprojekt der Landesregierung diesen Ansprüchen genügt. Sehr geehrter Herr Kultusminister Lorz, ich darf Sie zum Abschluss noch einmal an den Brief erinnern, den unser Fraktionsvorsitzender Rock und ich Ihnen im Oktober geschrieben haben, und in dem wir Sie gebeten haben, uns, aber sinnvollerweise auch alle anderen Obleute des KPA über das Ergebnis der Nachprüfung in Ihrem Haus zu informieren, und zwar, und das sage ich ausdrücklich, und zwar bevor es in der Presse zu lesen ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Promny. Für die CDU spricht der Kollege Armin Schwarz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Bevor wir nach einem unruhigen Tag in eine möglicherweise stille und vielleicht auch heilige Nacht eintreten, beschäftigen wir uns jetzt noch einmal mit dem Antrag der AfD. Zunächst eins vorneweg. Ich verweise auf meine Rede vom 28. Februar von diesem Platz aus, wo ich einmal die Geschichte dessen, was Sie hier in merkwürdiger Art und Weise darlegen, beschrieben habe. Zweitens ist es wichtig, ein paar Dinge einmal klarzurücken. Ich hatte gehofft,
dass die pädagogische Wiederholung in der Ausschussdebatte dazu geführt hat, dass Sie bestimmte Dinge richtig verstehen. Herr Scholz, ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht darüber, dass offensichtlich auch Wiederholung bei Ihnen nicht zum gewünschten Erfolg führt. Ja, ich kann es ja nicht ändern, ihr Leute. Ihr Leute, ich kann es doch nicht ändern. Die damalige Kultusministerin Beer, die hat die Kooperation mit DTIP begonnen und mit einem begünstigenden Verwaltungsakt dieses festgeschrieben. Juristisch betrachtet habe ich mir darlegen lassen, dass das eine relativ hohe Hürde ist. So haben wir, das Kultusministerium dankenswerterweise, DTIP Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Hausaufgaben, bis Ende 2017 bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Sie sind heute fünfmal beschrieben worden, wiederhole ich nicht. So, dann sind die Dinge abgeliefert worden, und dann musste nachgearbeitet werden. Nachgearbeitet werden. So, 30. April 2019 war die Nacharbeit zu leisten, und der Kultusminister hat gesagt, jetzt prüfen wir konsequent. Drei Rechtsgutachten, unabhängige Rechtsgutachten, sind auf den Weg gebracht worden. Klipp und klar war und klipp und klar ist, dass Ende dieses Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres genau die Entscheidung zu treffen ist. So, und jetzt, ja, Anfang nächsten Jahres wird die Entscheidung getroffen werden. Und jetzt noch einmal für Sie zum Mitschreiben. Nee, Herr Scholz, jetzt hören Sie bitte einmal zu, damit mal ein paar Dinge klar sind. Jetzt muss ich noch einmal Dinge richtig rücken. Diesen Unsinn, den Sie erzählen, islamistische Kräfte würden an hessischen Schulen unterrichten, das ist doch ein Anschlag aufs Hirn. Ein Anschlag aufs Hirn ist das. Das will ich Ihnen mal sagen. Das sind in Hessen ausgebildete Lehrer. Das sind in Hessen verbeamtete Lehrer. Es ist ein hessischer Lehrplan, der dort ist. Worum es geht, und jetzt kommen die Zweifel, und die habe auch ich, ob die DTIP auf Dauer ein verlässlicher und zuverlässiger Kooperationspartner ist. Damit es auch klar ist. Damit es auch klar ist. So. Und jetzt kommen wir aber zu einem vernünftigen Schluss, bevor wir rein ins Gebüsch und raus aus dem Gebüsch und links und rechts Unsinn machen. Machen wir das sauber und rechtlich solide, damit wir dann auch Fakten schaffen können, die über den Tag hinaus tragen. Und jawohl, mit der Entwicklung in der Türkei ist keiner unzufriedener als wir. Wir Demokraten hier im Haus, da haben wir allergrößte Zweifel. Wir haben auch Zweifel darüber, dass DTIP unabhängig ist vom türkischen Staat über Diyanet, über DTIP Köln bis hin in den hessischen Verband hinein. Und wir haben auch Zweifel, ob die Verzeichnisse dessen der Mitglieder, ob das alles vollständig ist. Aber wir bedienen uns ja klugerweise des Instrumentes von unabhängigen Rechtsgutachten. Nun lassen Sie das doch einmal machen. Und da sitzt ein Rechtsprofessor, der nimmt sich die Dinge an, und er nimmt die Dinge ernst, und der wird einen klugen Vorschlag unterbreiten. Und deswegen eine versöhnliche Beendigung des heutigen schönen Plenartages, was wir seinerzeit gemacht haben, als wir in die Jahrgangsstufe 7 hineingehen mussten, haben wir gesagt, die sofortige Suspension der Ausweitung des bekenntnisorientierten Islamunterrichts, den setzen wir um. Jetzt ist in der 7. Klasse Islamunterricht unter staatlicher Obhut ausschließlich vom Land Hessen und damit nicht mehr bekenntnisorientiert. Kann ich Ihnen aber auch noch einmal erklären, was bekenntnisorientiert ist, was nicht. Aber es ist wurscht. Und deswegen werden wir schauen, wie wir mit DTIP umgehen. Ich habe eine Tendenz eben durchblicken lassen. Ich persönlich habe Zweifel. Und dann wird das sauber, solide und präzise gemacht. Und ich habe allergrößtes Vertrauen in die Rechtsgutachten, in die Weisheit unseres klugen Kultusministers. Der wird eine tolle Lösung herbeiführen. Ja, das darf man ja mal sagen. Das darf man mal sagen. Und damit fangen wir auch die weihnachtlichen Spatzen, und möglicherweise werden die einen oder anderen in den Weihnachtsferien auch mal im Silicon Valley sein. Okay? Also,
einen fröhlichen Abend, alles Gute und bis morgen früh. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Das Wort hat der Kultusminister, Herr Staatsminister Prof. Lorz. Also die Anforderungen, die an einen gestellt werden, werden im Laufe des Abends echt immer höher. Das habe ich gehört. Ja, das ist. Ich weiß jetzt nicht, Jürgen, wenn du das jetzt noch hinzufügst zu dem, was der Armin schon gesagt hat, ob ich das jetzt das Kompliment nicht eher noch als Bürde tragen muss. Aber jedenfalls kriege ich den Präsidenten, glaube ich, nicht mehr so zum Lachen wie eben. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nicht das erste Mal und es wird ganz bestimmt auch nicht das letzte Mal sein, dass wir uns hier über die Kooperation mit DTIP unterhalten. Deswegen darf ich, glaube ich, die Fakten weitgehend als bekannt voraussetzen. Die Eignung von DTIP Hessen als Partner für einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht ist 2012 begutachtet worden. Die Gutachten sind bekannt, und auf dieser Basis ist sie damals positiv festgestellt worden. Der Unterricht läuft seither auch beanstandungsfrei. Aber am Fortbestand der grundsätzlichen Eignung von DTIP als Partner gibt es inzwischen begründete Zweifel, bedingt durch die Entwicklung in der Türkei, die Rolle der türkischen Religionsbehörde Diyanet und die bestehenden Verbindungen von DTIP Hessen und DTIP im Bund dorthin. Deswegen haben wir 2017 eine neue Begutachtung in Auftrag gegeben. Die Gutachten sind bekannt. Und auf dieser Grundlage haben wir Nachforderungen zur Aufklärung an DTIP Hessen gerichtet. Die entsprechenden Fragen sind zumindest teilweise beantwortet worden. Und nun stehen wir vor einer schwierigen verfassungsrechtlichen Frage, von deren Komplexität, lieber Herr Kollege Scholz, Sie sich überhaupt keine Vorstellung machen. Denn, meine Damen und Herren, und das muss hier einfach noch einmal betont werden, eine Religionsgemeinschaft, die die Voraussetzungen für eine Kooperation zum bekenntnisorientierten Religionsunterricht erfüllt, hat auch einen Anspruch auf diese Kooperation. Und wenn der Staat eine solche einmal eingerichtete Kooperation aufkündigt, dann muss er darlegen, dass die Voraussetzungen dieses Anspruchs nicht mehr gegeben sind. Das ist keine politische Entscheidung. Auch nicht eine Entscheidung für dieses Haus. Das ist eine rechtlich, verfassungsrechtlich gebundene Entscheidung. Und deswegen offenbart der Antrag der AfD, der von rechtlichen Fehlern sowieso nur so wimmelt, aber das habe ich Ihnen ja schon im Februar auseinandergesetzt, auch ihr problematisches Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit. Meine Damen und Herren, wir wollen eine möglichst rechtssichere Entscheidung treffen, egal wie sie ausgeht. Deswegen haben wir die Gutachter von 2017 noch einmal um eine Nachbegutachtung gebeten. Die liegt inzwischen vor. Die werten wir gerade aus. Auch diese Gutachten werden das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und da wir die Entscheidung, die auf ihrer Grundlage zu treffen ist, wahrscheinlich sowieso noch in diesem Hause debattieren werden, hebe ich mir alle Argumente in der Sache für diese Debatte auf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Prof. Lorz, Herr Fraktionsvorsitzender der AfD. Herr Lambrou hat sich für eine zweite Runde gemeldet. Bitte schön, 5 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich finde das schon erstaunlich, in welchem unterhaltsamen Ton diese Debatte hier stattfindet. Denn es geht, egal wie Sie zum Antrag der AfD stehen, um ein ernstes Thema, das auch viele Bürger in Hessen sehr bewegt. Der Verdacht liegt ja nahe, dass wir jetzt zu nachtschaffender Zeit über dieses Thema reden, weil Sie vermeiden wollten, da morgen früh darüber zu reden. Es wurde hier schon mehrfach erwähnt, der Antrag der AfD ist vom Februar diesen Jahres. Sie sagen zu Recht, dieses Thema muss gründlich geprüft werden, es muss rechtlich einwandfrei
aufgesetzt werden. Aber dennoch ist es ein Armutszeugnis, dass Sie dieses Thema im Dezember, satte 10 Monate nach unserem Antrag, immer noch nicht im Griff haben und beendet haben. Sie prüfen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Eine Schnecke ist schneller. Das ist mein Eindruck bei dem Thema. Und dieses Thema bewegt die Leute. Und dass Sie immer noch Zweifel haben, ob DITIB vom türkischen Staat gesteuert ist, das finde ich mutig. Ich habe da keine Zweifel mehr. Ich habe Verständnis, dass Sie das rechtlich einwandfrei aufsetzen müssen. Aber ich frage mich, ob Sie dazu Jahre brauchen, anstatt von Monaten. Man kann es auch übertreiben mit der Prüfung, und irgendwann muss man mal entscheiden. Und solange, wie Sie das Thema auf die lange Bank schieben, habe ich fast schon den Eindruck, Sie wollen diese Kooperation überhaupt nicht beenden. In dem Zusammenhang, ich war heute Nachmittag in einer Besuchergruppe. Der Förderverein Pülümir e.V. Darmstadt war zu Gast. Es war mir ein Anliegen, dass ich in diese Besuchergruppe gehe. Und da hat einer der Bürger, das waren alles türkischstämmige Bürger, hat auf dieses ganze Thema DITIB, was von einer der Besucherinnen aufgebracht wurde, weil sie das interessiert hat, was das für ein Thema ist, was das für ein AfD-Antrag ist, der hat sein persönliches Fazit gezogen. Er hat gesagt, warum lassen Sie in der heutigen Zeit in der Schule nicht einfach Religionsunterricht sein? Dann haben Sie auch dieses Thema abgeräumt. Ein türkischstämmiger Mitbürger in der Besuchergruppe ist da weiter als Sie hier im Parlament. Und der hat das Thema auch ernster genommen als Sie hier in dieser weinseligen Atmosphäre. Danke schön. Herzlichen Dank, Herr Lambrou. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann lasse ich über die Beschlussempfehlung abstimmen. Ich darf Sie fragen, wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU, das ist, die sind die Freien Demokraten, Bündnis 90 die Grünen, die SPD, die Linksfraktion. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Wer enthält sich der Stimme? Niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.